In der Deutschen Demokratischen Republik werden 80% der benötigten Elektroenergie in Wärmekraftwerken durch direkte Verbrennung niederkalorischer, ballastreicher Rohbraunkohle erzeugt. Sie zu erarbeiten, bedurfte es fast 5 Jahre intensiver wissenschaftlicher Tätigkeit und technischer Erprobungen. Hauptauftragnehmer dieser Staatsplanleistung war das Ogreb-Institut für Kraftwerke, ein Betrieb des VE-Kombinat Braunkohlenkraftwerke, der für Projektierung und Instandhaltung großer Energieerzeugungsanlagen zuständig ist. Ihm zur Seite standen die Technische Universität Dresden, die Technischen Hochschulen Leipzig und Magdeburg sowie die Ingenieurhochschule Zittau, die allein über 30 Diplomarbeiten und Dissertationen zum Thema beisteuerte.